Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einem After-Work-Fitness-Programm. Wir werden heute unseren Stoffwechsel auf Hochtouren bringen, werden wirklich auch Energie verbrauchen, Fette verbrennen und zusätzlich Muskeln trainieren, die dann im Alltag auch ganz viel Energie brauchen. Das sind eben große Muskelgruppen wie unsere Beine und unser Gesäß. Natürlich auch ein bisschen Oberkörper kräftigen. Also hab einfach Spaß, mach mit. Immer so mitmachen, wie es für dich okay ist. Pausen sind natürlich wieder erlaubt. Wenn du zwischendurch auslockern möchtest, natürlich gern, aber bleib ganz locker in Bewegung. Wir machen mit Musik und starten auch gleich. Das heißt, du atmest erstmal tief ein, durch die Nase, durch den Mund aus. Tief ein und aus. Ein und aus. Gleich noch zweimal einatmen. Letztes Mal ein und jetzt streck dich und räkel dich in Richtung Decke. Deine Füße mit Beugen und Strecken. Mach weiter. In Bewegung kommen. Handflächen, Handrücken. Nach oben. Und bleib wirklich in Bewegung. Und ich zeige dir auch immer Varianten, wenn du vielleicht eine leichtere Bewegung machen möchtest nachher. Locker aus. Schüttel deine Arme. Und geh ein bisschen schneller von der Fußspitze auf die Ferse abrollen. Richte dich auf. Genau. Arme locker mitnehmen. Beginne ruhig erst klein in der Bewegung, bis wir dann so ein bisschen warm sind. Wir tippen nach vorne, rechts und links. Deine Schultern. Die nimmst du gegen gleich mit. Schultergürtel mitbewegen. Noch viermal. Und nochmal marschieren. Locker. Vier noch. Und nochmal tippen. Rechts, links, gegen gleich mitbewegen. Nochmal marschieren. Und nochmal tippen. Links, da bleibst du. Und jetzt beide Arme locker lassen, Schultern hoch. Nimm sie einfach mit nach oben. Wir warten auf das Lied. Hoch, genau. Und fallen lassen, ganz locker. Noch vier Stück. Lass die Schultern tief und nimm deine Unterarme. Beug und strecke. Kraftvoll. Knie nach oben, links und rechts. Denk an die Aufrichtung. Denk dran, dass dein Atem fließen kann die ganze Zeit. Immer noch kraftvoll. Hoch. Vier Stück noch. Drei, zwei noch, tippe noch mal unten, tippen und die Arme werden länger nach vorne schieben. Versuche auch hier Spannung aufzubauen, dass wir auch den Oberkörper ein bisschen mitnehmen. Nochmal, vier Stück, drei. Zwei noch und jetzt tippst du nach außen, immer noch weiter. Arme gehen weiter. Vorsicht, Arme nach außen, immer noch Spannung, ganz fest. Spannung, Spannung. Und die Ellbogen ganz bewusst nach hinten ziehen. Acht noch, sieben, sechs. Jetzt wird es ein bisschen langsamer. Noch drei, letzten zwei noch. Und die Arme nochmal weglassen. Lass die Schultern locker. Kreis die Schultern. Wirklich ganz locker lassen. Bleib außen. Schau mal, die Schultern gehen weiter. Ganz außen tippen.
Noch viermal. Drei noch. Zwei. Werde größer. Ellbogen. Gleich nochmal. Noch größer. Lange Arme. Je höher die Arme, umso höher auch dein Puls. Also wenn der Puls so ein bisschen hoch geht, darf er jetzt ruhig. Aber du machst so, wie es geht. Denk an die Bauchspannung. Bauchnabel sanft nach innen gezogen. Letzten. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und dann lässt du den rechten Arm mal schwingen. Dreh dich mit. Schon wärmer. Nochmal. Große Bewegung. Vier. Drei. Zwei. Gleich Seite wechseln. Anderen Arm. Auch hier wieder richtig große Bewegung. Schwingen. Nochmal. Noch zwei. Und beide Arme hin und her. Und wirklich nur bis zur Waagrechten. Nimm die Ferse hoch. Nochmal. Mach weiter, wir warten wieder auf das nächste Lied. Immer noch große Bewegung. Noch zwei. Nochmal zwei. Und die letzten zwei. Und jetzt mal doppelt mit rechts. Zweimal. Doppelt links. Doppelt rechts. Doppelt links. Doppelt. Klappt. Versuch, einen Arm gleich kreisen zu lassen. Eins. Probier's. Wenn es nicht klappt, nicht schlimm. Immer nach. Schaffen wir noch vier? Vier, drei, zwei und nochmal einzeln hin und her, nur einzeln. Und da bleibst du jetzt, ziehst die Knie nach außen, hoch, genau, wirklich außen nach oben ziehen, Hüftgelenksmobilisation, vier Stück, drei, zwei, und die Knie nach vorne. Arme gehen weiter. Jetzt lass die Arme locker. Immer noch die Knie. Und dann rollst du die Füße ab. Von der Fußspitze auf die Ferse. Du kannst tief bleiben. Wenn du dich heute fit fühlst, dann wirst du da gern größer. Fußgelenke richtig schön durchbewegen. Arme locker mitnehmen. Jetzt mal doppelt links, zwei. Doppelt rechts, zwei. Noch vier. Drei. Zwei. Und noch einmal wieder schneller. Hinher. Doppelt. Klappt.
Schneller. Doppelt. Schneller. Doppelt. Gut. Schneller. Doppelt. Jetzt. Schneller. Eins, zwei, drei, vier. Doppelt. Schnell. Doppelt. Schnell. Da bleiben wir jetzt. Bleib hier. Jetzt stellst du dir mal vor, es wird wieder ein bisschen schneller, merkst du, dass du Seil springst. Arme seit, Schultern tief, Seil nehmen und nach vorne. Ganz kleine Kreise nach vorne. Schultern tief, Bauch spannen. Immer noch. Feste Arme, Schultern tief. Nach hinten. Rück. Ganz kleine. Vier noch. Drei. Nach vorne. Jetzt. Fest. Vier noch. Drei. Zwei. Zurück. Super. Also meine Arme werden schwerer. Meine Schultern. Halte die Arme außen. Halte und öffne ruhig. Und schließe. Auf, zu. Auf, zu. Richtig fest spreizen. Schneller. Auf, auf. Klappt. Immer noch. Das sind die letzten. Vier, drei, zwei. Und die Arme locker. Ganz locker. Schultern lösen. Und mal doppelt, doppelt. Und wenn du doppelt bist, darfst du schon ein Stück zur Seite. Du kannst es ohne Springen machen. Oder ein bisschen seitlich, aber nur weiter. Die Matte wieder gerade hin. Genau, von der einen zur anderen Seite. Spannung im Bauch. Vielleicht größer. Ohne Springen geht's auch. Dreimal noch. Eins, halte drüben. Stopp. Und eins und halte. Und halten und halten, halten, halten. Nochmal. Zwei noch. Letztes Mal und nochmal hin, her, locker, in die Mitte kommen, Knie im Wechsel, Puls etwas tiefer, eine Runde Kraft, bereit, gut, lass die Füße hüftschmal, Feder, Gewicht nach hinten Richtung Ferse, mindestens hüftbreit. Tiefer kommen, Rücken gerade, Bauchspannung, Hände fassen und du gehst tief, tief, hoch. Dein Po schiebt dich nach oben. Mach nur weiter. Du kannst dich ein bisschen herausfordern. Jetzt mach weiter, ich zeig's dir mal. Indem du Mitte, rechts und links gehst.
tief hoch. Hoch. Drei Stück unten. Drei. Knackiger Po, Mitte. Po fest. Knackige Beine. Und schau mal, vielleicht kannst du in die Waagrechte gehen mit den Oberschenkeln. Vielleicht. Nochmal. Po fest. Immer schauen, dass die Oberschenkel parallel zueinander sind. Das sind große Muskelgruppen, die im Alltag dann ganz viel Energie verbrauchen. Das heißt, die erhöhen unseren Grundumsatz. Und wir müssen dann mehr essen, um unser Gewicht zu halten. Praktisch. Oder wir essen gleich viel und nehmen vielleicht etwas ab. Und natürlich formen wir auch die Figur. Puh, es wird warm in den Oberschenkeln. Vier unten. Vier. Der Wechsel ist jetzt schneller. Hopp. Genau. Hopp. Du kannst ihn auch gehen, den Wechsel. Geht auch. So, die schaffen wir noch. Tief, tief, tief. Drei noch, oder? Jede Seite. Puh. Jede Seite noch zweimal. Letztes Mal. Heiß, heiß, heiß. Und marschieren. Locker. Ganz locker. Geht's gut? Locker aus. Rechts, links. Puh. Mal nach außen kicken. Nochmal vier, drei, mach nur weiter, zwei noch und kick nochmal nach vorne. Vier, außen, vorne, außen, vorne, letztes Mal außen, marschieren. Hier bleiben. Puh. Rechts gehen wir. Komm nochmal auf die linke Seite der Matte. So ein Stück, sodass du Platz nach rechts hast. Und jetzt gehen wir einen Schritt nach rechts und links hin. Her. Beide Arme dazu. Und jetzt geh rück tiefer. Hoch. Hoch, tief. Hoch, tief. Schultern tief lassen. Geht. Hoch, tief. Hoch, tief. Noch acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Arme gehen höher, hoch. Schultern tief, Arme oben. Oben heißt Puls ist höher, also so wie es geht für dich. Immer noch. Vier, drei, zwei, jetzt die Arme nach vorne, vier Stück, vier, Arme hoch, vier, Arme vor, Arme hoch, super, gleich nochmal, vor, hoch, letztes Mal, vor,
hoch und ohne Arme außen tippen. Ruhig, klein bisschen lockerer, Knie nach innen. Eine Runde noch, Körpermitte. Einfach locker lassen. Vorsicht, bleib in der Grätsche. Hier bleiben. Knie nach außen. Aufrichten. Und dein rechtes Bein hoch. Jetzt schau mal, dass du wirklich tief landen kannst. Nochmal. Wechseln. Und links. Vier noch. Währenddessen nimmst du die Hände, wenn du kannst, schon mal hinter den Kopf. Wechseln. Vier rechts. Vier. Drei. Wechseln. Vier. Und rechts. Und links. Drei, zwei und noch einmal mit rechts und da bleibst du jetzt. Schau mal, zieh jetzt hoch und tief. Hoch, ab, hoch, ab. Nochmal Ellbogen Richtung Knie. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, und wechseln. Zweimal acht. Oberkörper geht mit. Letzten acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei. Bleib in der Mitte, bleib hier. Tiefer Endspurt für die Kraft. Wenn es nicht geht, nimmst du die Arme hierher. Okay, letzten acht, sieben, sechs, an den geraden Rücken denken. Vier, drei, zwei, und marschieren. Puh, locker. Weitergehen. Du darfst schon außer Atem sein jetzt. Perfekt durchgehalten. Tipp nochmal nach vorne. So wie am Anfang. Lass dein Oberkörper ganz locker mitgehen. Puls wieder nach unten. Vier noch. Noch zwei. Und dann tippe nochmal nach außen. Und nach vorne. Und jetzt tipp die Ferse vor. Ferse rechts, Ferse links. Wirklich ein bisschen runterkommen wieder. Du kannst jetzt auch den Nachbrenneffekt nutzen. Nach dem Training verbrennt dein Körper noch 2 bis 3 Stunden vermehrt Energie. Also das heißt, der Stoffwechsel ist erhöht. Also nutze ruhig den Effekt und ess so 1 bis 2 Stunden nachher keine Kohlenhydrate. Gehst du nochmal vermehrt an die Fettreserven. Und denk dran, überhaupt im Training möglichst viel Abwechslung reinzubringen. Mal intensivere Workouts machen, mal weniger intensive, mal längere, mal kürzere. Einfach nie an irgendwas gewöhnen lassen den Körper, dann muss er immer reagieren.
Ausdauer und Kraft wechseln. Muskeln sind wichtig, die verbrennen ja dann auch Fette und Energie. Ich komme ein bisschen seitlich zu dir, atme ein und atme aus. Ein, aus. Aber jetzt war es so ein Rundum-Workout. Halte rechts vorne, bleib hier und tippe. Ganz locker, komm tiefer, tiefer, tiefer. Halte gleich die Fußspitze angezogen, Schultern zurückziehen und federe auch hier ganz sanft in Richtung Boden. Gerade Rücken. Dann rollst du auf, kommst hoch. Nimmst dein rechtes Bein, fasst es gleich. Nimm deine Knie zusammen, spann den Fuß in die Hand. Richte dich auf. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich freue mich über ein Gefällt mir unten oder einen netten Kommentar. Teile doch auch das Video, damit sich möglichst viele Menschen bewegen. Würde mich natürlich freuen. Und wenn du mich noch nicht abonniert hast, den Kanal, dann gerne kostenfrei tun. Dann bekommst du immer Info, wenn wieder ein neues Video auf YouTube ist. Jetzt kreuz mal den rechten hinten, rechten Arm nach oben, zieh dich nach links. Und lass dich hier richtig hineinschmelzen. Außenkante vom Fuß ist am Boden. Komm wieder zurück. Löse. Andere Seite. Erstmal tippen. Ganz locker. Tiefer kommen. Oben halten. Ganz sanft federn. Knie strecken. Wenn du Lust hast, meine Arbeit wertzuschätzen, freue ich mich natürlich auch. Unter dem Video findest du den Link dazu, deine Unterstützung. Also auf mehr ansehen klicken und dann ist der Link zu Steady mit zum Beispiel 2,50 Euro. Jetzt halte mal. Kannst du mich unterstützen. Monatlich 2,50 Euro oder 5 Euro. Freue mich auch, wenn du so dabei bist. Roll dich auf. Fass den Fuß. Knie zusammen. Fuß in die Hand schieben. Bauch spannen. Kannst auch mal auf meinen Kanal gehen. Da steht auch unten oder unter das Video, da steht auch meine Homepage. Wenn es dich interessiert, diese Trainingscharts, die du dir auch kostenfrei runterladen kannst. Darfst du auch nutzen, also ausdrucken, irgendwo hinhängen, diese Übungsblätter mit verschiedensten Themen. Löse auf, kreuz dein Bein hinten, linker Arm hoch, lass dich hier hineinschmelzen. Man kann auch federn, ist alles erlaubt. Also mir ist warm. Löse dann ganz langsam wieder auf. Lass die Schultern ganz locker nach hinten kreisen. Nochmal einatmen, lang werden. Und ausatmen, ganz locker fallen. Einatmen, Länge. Ausatmen, fallen. Letztes Mal ein. Und jetzt streck dich, räkel dich, so wie am Anfang. Nochmal in alle Richtungen. Atme aus. Ich hoffe, du hast dich ein bisschen ausgepowert und fühlst dich jetzt wohl in deiner Haut. Hör natürlich in der aufrechten Haltung auf und entspanne dich. Vielen Dank fürs Mitmachen. Super, wenn du bis zum Schluss dabei warst. Perfekt. Also wie gesagt, einfach mal auf meinen YouTube-Kanal gehen. Übrigens findest du da auch die Videos geordnet. Das heißt, es gibt eine Playlist, die heißt Cardio mit ganz vielen Cardio-Workouts. Bauchbeine, Po, Wirbelsäule, Senioren. Also einfach mal drauf gehen, dann findest du dich vielleicht noch besser zurecht unter all den Videos. Oder ganz einfach, bis zum nächsten Mal. Freue mich schon.